hoffentlich brechen die nicht wieder zusammen. Deiner hat schon geknackt. Das ist Top-Qualität. Top-Qualität. Mhm. Hat Volker uns hingestellt. Volker, vielen Dank, dass du uns hier das alles heute Morgen so schön hingestellt hast. Und top, der Mann. Genau. Ja, guten Morgen, liebe Motorradfreunde. Morgen. Wir sind Tanja, Markus und Dietmar von Motortest.de. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Ja, 2 Monate jetzt, ne? 2 Monate? Ja, Ende Juni. Ja, du bist echt ein bisschen verbrannt hier. Ja, ich weiß. Tanja hat Körper. Fuß auch. Ich habe ganz viel Körper heute. Tanja war an der Ostsee und hat Sonnenbrand. Und du? Ich war nicht an der Ostsee und habe keinen Sonnenbrand. Aber du bist auch braun. Also du bist braun. Echt, ne? Aber du bist immer braun, eigentlich, ja. Sobald man einen... Ne? Normale Bürobräune. Ja. Also heute geht es um das Thema Sonnenbrand, braun werden und so weiter. Nein, heute geht es um was anderes. Leute, heute ist es soweit. Es geht um die Wahl zum Motorrad des Jahres 2023. Kleine Kunstpause, ne, weil das ja so wichtig ist. Chaka, chaka. Und wir haben uns heute hier versammelt, um, ja, ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Kannst du die nochmal anmachen, bitte? Kann ich voll machen, klar. Um euch... Wieder die Profis hier am Werk. Voll die Profis, genau. So, zack, wir haben nicht mehr eine zweite Kamera. Weil es nämlich was zu gewinnen gibt. Und die Gewinne wollen wir natürlich auch in voller Pracht zeigen. Aber bevor wir zu den Gewinnen kommen, erzähle ich erstmal was zu dieser Wahl. Also wir haben ja jetzt Mitte August, aber wir wählen jetzt schon das Motorrad des Jahres 2023. Und zwar in 9 Kategorien. Und diese Wahl... läuft zweigeteilt. Zum einen haben wir selbst, also das gesamte Team von Motortest.de, 8 Leute sind wir. Wir haben schon gewählt. Ich habe hier auch die Ergebnisse. Ach nee, du kennst sie ja sowieso, ne? Ja, ihr kennt sie ja auch. Egal. Und genau, das sagen wir euch aber nicht, weil ihr selbst nämlich auch wählen sollt. Und ja, also wir machen das dann am Ende so wie beim ESC. Wir, die Jury, unsere Stimmen zählen 50%. Ne? Wir müssen gleich aber darüber reden, wie du gewählt hast, Tanja. Das ist ja teilweise fantastisch gewesen. Wieso? Dann sag ich gleich was zu. Und eure Stimmen wählen auch zu 50%. Und dann packen wir das zusammen. Und dann ja, hat in jeder Kategorie... 100%. Am Ende. 100%, ne? Krass. Mehr geht Wahnsinn. Und dann gehen wir alle nach Hause. Genau. Nee, und dann ist es nämlich so, dann haben wir natürlich pro Kategorie einen Sieger. Und dann wählen wir nochmal quasi aus diesen 9 Siegern... dürft ihr dann noch mal wählen. Und dann gibt es das eine Motorrad. Den Sieger der Sieger, wir reduzieren die 100% auf 1%. Und dann ist alles, es ist mathematisch voll ausgeklügelt, was du da wieder als Wahnsinn. Genau. Begeisterung pur. Genau, welche Motorräder stehen zur Wahl? Ich nenne sie jetzt nicht alle, keine Sorge. Das werdet ihr später auch in separaten Videos dann sowieso noch sehen. Ich will aber was sagen zu der Auswahl. Da ist nämlich Volker drüber gestolpert. Volker hat mich sofort angerufen und gesagt, Dietmar, bei den Cruiser, was hast du denn da für eine Harley Davidson ausgesucht? Da gibt es ja viel geilere. So, weil er es nicht verstanden hat, ist, dass es vornehmlich um neuere Motorräder geht. Wir wählen ja das Motorrad des Jahres 2023. Das sind jetzt nicht alles in allen Kategorien die neuesten Motorräder. Bei einigen Kategorien gab es schlichtweg keine neuen dieses Jahr. Aber zumindest die 9 sind alle mit dabei. Insofern wundert euch bitte nicht, wenn wir dann nachher zur Auswahl kommen, dass das so ein bisschen durcheinander geht. Aber in der Regel sind es halt die neueren Motorräder. Und wenn jetzt, ich nehme mal ein Beispiel rausgreifen, wo ihr vielleicht stutzt, Adventure Bikes, da wird die BMW R1300 GS noch nicht zur Wahl stehen, weil sie schlichtweg noch nicht vorgestellt wurde. Ne? Das machen wir dann, das machen wir dann nächstes Jahr. Übrigens sind wir in Malaga, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ne? Darf man das schon sagen an dieser Stelle? Ja, darf man. Wir sind nämlich dabei beim Presseevent zur R1300 GS und werden da schön durch die Gegend knallen. Aber das dauert noch ein bisschen, das ist dann erst im Oktober. So, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, was soll der ganze Quatsch? Was habe ich damit zu tun? Warum gucke ich mir dieses Video an und überhaupt? Ne? Und das ganz einfach zu erklären, es gibt nämlich Gewinne. Gewinne, so. Gewinne, 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 Gewinne. Schön Echo jetzt mit rein. Ne? Genau. Und ja, genau, bevor wir zu den Kategorien kommen, zeigen wir euch jetzt einfach mal die Gewinne. Diese Gewinne haben wir allesamt gestellt bekommen, geschenkt bekommen für diese Verlosung. Naja, man darf dazu sagen, du hast keine Kosten und Mühen gescheut, da entsprechend Nachdruck zu. Ja, also wir haben tatsächlich unsere Händler, die Hersteller, teilweise ein paar andere Leute noch, gefragt, ob sie uns Gewinne zur Verfügung stellen. Und die Gewinne stehen hier. Das sind über 25, naja, wenn man jetzt alles, es sind viele Gewinne. Und wir stellen euch die jetzt langsam mal vor. Markus wird seines Amtes walten und jeweils
Das Gewinnen in die Kamera halten. Das Gewinnen in die Kamera halten, ja. Habe ich das Gewinnen gesagt? Ja, ja. Das war falsch. Okay, wir fangen mal hier von oben an bei diesem Turm. Und zwar haben wir bekommen von Harley Davidson Kiel. Vielen Dank an Marius und sein Team. Supergeil. Von Harley Davidson ein Rucksack. Genau, ein echter Harley-Rucksack. Und das T-Shirt kannst du auseinanderfallen. Das T-Shirt kann ich mal auseinanderfallen. Das ist ein Dealer-Shirt, wenn du mal Vorder- und Rückseite zeigst. Mit welche Größe? Ja, welche Größe, genau. In der Größe universal passend. Sieht aus wie L. Sieht aus wie L, ist auch L. Wo genau. L draufsteht, ist auch L drin. Genau. So, jetzt musst du das irgendwie beiseite packen, aber bitte nicht hier auf den schmutzigen Boden. Nee, jetzt wird das jetzt schön zusammengelegt. Das ist nämlich alles hier als astreine Neuware. Ach, danke. Meine Assistentin. Die musstest du jetzt bringen. Okay, nächster Gewinn. Von unserem Lieblings-Honda-Händler Motofan in Kaltenkirchen. Vielen Dank, Nico. Nico hat uns, ja, das packen wir jetzt nicht aus, aber das ist nämlich genau das hier. Halt's trotzdem an die Kamera. Ich halte es trotzdem in die Kamera. Ominösen. Oh, ist so schön. Das ist voll geil. Das ist ein Africa Twin Zelt. Ein Zelt? Ein Zelt. Ja, das ist doch mal was, ja, Leute. Und zwar, das ist, glaube ich, aus 2016 oder so. Und das ist richtig geil. Ich blende hier mal ein Foto ein. Da kann man, also es ist halt ein Zelt, wo man selbst umpennen kann. Und es ist gleichzeitig eine Garage für die Africa Twin. Nein, ja, das ist voll ja sensationell. Ja. Für alle Africa Twin. Würde ich eigentlich gerne selbst behalten. Aber nein, nein. Das geben wir jetzt direkt der Assistentin. Nee, stimmt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war eigentlich nicht geplant. Aber egal. Was denn? Was die denn? Rollen ergeben nein. sich automatisch. Alles super. So, das ist was für Markus. Oh ja, da sehe ich schon das BMW-Zeichen drauf. Das ist was für Markus. Markus, von BMW Motorrad Deutschland haben wir bekommen. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit sein. Das müssen wir vor allen Dingen wahrscheinlich gleich rausschneiden. Oh. Wieso rausschneiden? Weil ich würde sagen, also das wäre also, weil du das behältst. Das oder was? Wir brauchen Gewinn, aber den... Wir haben ja auch abgestimmt, ne? Dürfen wir nicht gewinnen, oder? Aber ihr dürft mit sehr genau, ich kippe. Nein, nein, die Gewinne sind schon für euch, für unsere Nutzer. Lasst euch nicht irritieren von den Sprüchen hier. Das wird hier alles unter euch natürlich verlost, nicht unter uns. Also, das ist eine Miniatur BMW GS R1250 GS im Style Rally. Wollen wir uns mal wieder reinpacken hier, Markus? Oder ein leerer Styroporkarton in schöner BMW Karton um. Den Markus und die mal jeweils angefasst haben. So, genau. Das gebe ich nicht der Assistentin an. Okay. So, dann machen wir mal weiter. Hier, wir machen erstmal die ganze Zeit. Also, ich finde hier, das sollte man auf jeden Fall hier besonders. Ja, oh ja. Das ist jetzt hier nämlich alles vom Motorrad Rusa. Motorrad Rusa, unser Lieblings-Yamaha- und KTM-Händler aus Haseldorf. Vielen Dank, Jesse, Hans-Hermann. Sehr nett. Grüße. Halt einfach mal. Ich halte einfach mal. Also, hier hätten wir zum Beispiel, das finde ich besonders neckisch. Ein Zauberhandtuch, ein Original-Motorrad-Zauberhandtuch. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, Tanja weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Würdest du gerne haben, ne? Nee. Also für mich nicht. Aber wenn ich mal los bin. Also, sensationell. Was gibt's noch? Genau. Dann gibt's noch Handy-Wischdinger. Damit kann man sein Handy sauber machen. Handy-Wischen. Mehrere. Dann gibt es auch was auch Wichtiges machen. Hier, Pflegeset. Ja. Pflegeset. Ein S1000 Pflegeset. Richtig geil. Mhm. Kann man nie genug haben. Macht er nicht auf. Auch sehr, meine ich auf. Nee, muss ich ja wieder zumachen. Okay. Toolkit von Bridgestone. Auch sehr geil. Für unterwegs sehr praktisch. Ja, also diverses. Ja. Vom Kugelschreiber ja, ne? bis zum... Nein, das ist auch richtig geil. Da hat mir Stefan erzählt, dass er das auch privat selber nutzt. Ja. Multifunktionstücher. Ja, das sind hier diese Halstücher. Ne? Genau. Und oh, farblich sehr schön. In XL hätten wir diese sportlichen... Handschuh? Ja. Nee, das alles andere ist jetzt nicht mehr von... Das kannst du mal der Assistentin Tanja geben. Das gebe ich jetzt mal weiter an die Assistentin Tanja. Ruhig zu mir. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke. Dass du jedes Mal aufstehst. Du bist echt gut erzogen. Ja, natürlich. So, genau, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen richtig lustige Sachen. Jetzt und zwar haben wir bekommen von KSR. KSR werden einige jetzt nicht kennen als Firma. KSR ist eine österreichische Firma und der Importeur von Royal Enfield, die machen auch Brixton-Motorräder. Und die haben uns zweierlei Geschenke geschickt. Und zwar genau. Einmal ein Karton. Ja, das ist eine Überraschungsbox. Das ist Partcode RLC. Halt das doch mal jetzt. Ich halte das mal nicht. Also ein Karton. Das ist eine Royal Enfield Überraschungsbox für neue Royal Enfield-Kunden. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Ist eingespeist. Lassen wir mal zu. Aber ich schätze mal irgendwas. Oh nein, das müssen wir zulassen. Irgendwas Geiles, genau. Dann haben wir 78 Kugelschreiber. Genau. Dann? Ja, sehr schick. Und das ist echt schick, finde ich. XL diesmal. Ein tolles Das wäre was für mich. Richtig geil. T-Shirt. St. Pauli Braun. Mhm. Royal Enfield.
Sehr wird gut. Natürlich auch wieder ordnungsgemäß zusammengelegt. Ja, und dann kommt dann noch mehr. Kommen dann noch diverse. Ja, das sind Taschen. Achso, nee, da sind auch noch T-Shirts dabei. Taschen, Bricks-Taschen. Und noch mehr Taschen. Das sind einfach eingepackt. Was weiß ich noch alles. Also ganz großartig T-Shirts. Ja. T-Shirts, Bricks-T-Shirts. Da wird Jan wahrscheinlich sagen, will ich haben. Jan ist ja Bricks-T-Shirt. Ja, also ich zeige jetzt nicht jedes einzelne eingepackte T-Shirt, um es nicht zu langweilig zu machen. Aber auch hier. Oh. Auch hier. Oh. Mensch, das geht kaputt. Auch hier. Das kannst du jetzt einfach da hinstellen. Nein. Das geben wir wieder natürlich ordnungsgemäß in den Versand an unsere Assistentin. Oh Mann, ey. Okay. Da warten wir nochmal freundlicherweise, bis dann. Ja, das muss schneller gehen. Ja, entschuldigen Sie bitte. So, jetzt kommt von der Firma Held. Vielen Dank an dieser Stelle an Manuel von Held. Danke, Manu. Danke, Manu. Danke, Manu. Danke, Manu. Biker Fashion. Ja, das sind unterschiedliche Smart Sachen. Case. Ja, das Smart Case. Das muss ich jetzt mal erklären. Smart Case. Das sind drei Taschen. Und zwar eine Tablet-Tasche, eine Laptop-Notebook-Tasche und ein Rucksack für einen Tablet. Ziemlich geil. Oh, der ist richtig geil. Ja, die sind richtig geil. Ja, sieht sehr wertig aus. Taschen, ja. Sehr wertig. Ja, sehr wertig. Garantiert auch nicht ganz so billig. Und dann gibt es natürlich ein Hell-T-Shirt. Ein Hell-T-Shirt. Und ein Cabby. Die ja auch sensationell gerne getragen werden. Ja. Und für den Helden dieses Events ein Heroic Cabby. Und das Ganze wird ordnungsgemäß verpackt und übergeben zur Seite getan. An unsere professionelle Assistentin Anja. Diesmal ein bisschen schneller. Ja, entschuldigen Sie. Okay. So, was haben wir denn da? Was haben wir hier? Triumph. Ja, genau, Triumph. Ja. Ach ja, ich bin gerade so ein bisschen, mir fehlt ein Geschenk, sehe ich gerade. Oh. Ja, der sieht auch schon so angegrabbelt aus. Ach nee, da ist es ja da unten. Ah, ja. Genau. Nee, dann machen wir damit mal weiter. Das ist von Triumph. Triumph Deutschland, vielen Dank. Sieht aus nach so einem Schal, der bis zu den Fersen. Ja, aber schon mit Triumph. Ne? So ein Neckwarmer. Schlauchhalstuch und eine Tiger 1200 Kappe muss da auch drin sein. Tiger 1200 Kappe. Ich ja gerne. Da würde sich Barbara jetzt drüber freuen. Barbara, liebe Grüße, Barbara. Wieso? Weiter geht's. Weiter geht's. Ach, doch. Weiter geht's. Ruhig, weiter geht's. Schluss an. Schlüsselanhänger. Genau. Das sind die drei Sachen von. Nee, da sind auch noch Visierreiniger und Aufkleber. Ja, Visierreiniger. Ja, die sind auch cool. Und Aufkleber. Aufkleber, naja, aber die Visierer sind geil. So. Aber jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Jetzt kommt, ja, also mit Triumph. Jetzt kommt vom ADAC, vielen Dank an Christiane vom ADAC, vom Fahrzeug, wie heißt es da? Fahrsicherheitstraining Emsen, fszhansa.de. Die haben uns geschenkt, eine Geschenkbox. Ja. Und da ist ein Gutschein, mindestens ein Gutschein drin für ein Training. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, welches. Ist das eigentlich versiegelt? Ja, ne? Ja. Wir machen das jetzt nicht auf. Nein, wir machen das nicht auf. Aber voll geil, da ist ein Training drin. Also wenn jemand Lust hat. In the box. Training in the box, genau. Allerdings in Lüneburg. Ne? Also das macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn ihr in der Nähe wohnt, aber egal. So, und dann haben wir da noch. Und dann haben wir da noch. Von Sena. Was bekommen. Und zwar richtig cool. Das ist ein Intercom. Wo habe ich das denn? Warte mal. Achso, genau. Ein Sena 5R Lite Dual. Vielen Dank an Sena. Also es sind zwei. Da könnt ihr, wenn ihr zu zweit fahrt, halt euch schön unterhalten, quatschen. Couple Goals hier. Ist auch ganz neu. Und ich habe es lustigerweise auf der Webseite, weder bei Amazon noch auf der Sena-Webseite, nicht als Dual gefunden. Das muss brandneu sein. Brandneu? Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Und das, wie immer übergeben wir das Ganze original verkorkst. So, jetzt haben wir noch zwei Geschenke und dann sind wir auch durch. Und zwar von der Firma Motorsport Essen. Accessoire GmbH? Accessoire GmbH. MSA, kennt vielleicht der eine oder andere. Vielen Dank an Christian von MSA. Und zwar sind da drin zwei Helme. Und zwar sind da drin zwei Helme. Und das sind die dicken Fische kommen jetzt. Von Speeds, holen wir ruhig einen raus. Speeds Race 2 Helme. Einer in Blau. Darf ich nicht mehr helfen? Naja, es geht. Einer in Blau. Ich bin eigentlich auch ein Assistent. Naja, ist ja auch gerne. Ich glaube, einer reicht. Ne? Einer reicht, ja. Ich bin neugierig, Leute. Naja. Das sieht geil aus, oder? Integralhelme. Mit
aerodynamische Abrisskante. Wow. Mit aerodynamischer Abrisskante. In der Größe L beide. Das ist natürlich jetzt bei Helmen immer so eine Sache mit Sonnenblende. Oh, Sonnenblende. Das wäre ja was für mich. Das ist geil, ne? Ja, der, ist ja genau für dich. Der ist, also, rot, also Leute, also nur in Blau. Wir haben ihn leider nur in Blau. Stellen wir gerade fest, da gab es im Versand einen Fehler. Wir haben ihn leider nur in Blau. Wow. Nein. Richtig schön. Ja, wenn du den so geil findest, dann... Mit Schnallenverschluss, Leute. Ja, das ist... Oh ja, mit Ratschenverschluss. Mhm. Das ist ein Ratschenverschluss. Das ist gut. Ja, sehr schön. Geil, ne? Sehr schön. Hier mit Kinn für GoPro. Ja. Okay. Ja. Wunderbar. Also, das waren die Geschenke, das waren die Gewinne. Das ist auch sensationell, oder? Also, und da muss man mal sagen, ich finde, also wir wurden ja schon das ein oder andere Mal für unsere... Preisauslobungen belächelt. Ja, aber jetzt haben wir mal richtig Vollgas gegeben, Freunde. Ja. Jetzt ich finde, damit müssen wir uns nicht verstecken. Überhaupt nicht. Und ich finde, da dürfen wir zwei Danksagungen nicht vergessen. Erstens mal Dietmar für seinen Einsatz, da die Tür hinten zu putzen. Und natürlich an die lieben Spender, die uns diese großartigen Gimmicks zur Verfügung gestellt haben. Und an Volker, der die Stühle hier hingestellt hat. Und an Volker. Volki, danke. So, jetzt kommen wir zur Teilnahme. Jetzt müssen wir das erstmal original verpackt an unsere Assistentin Tanja übergeben. Muss schon seine Ordnung haben. Genau. Jetzt ist hier ja gar nichts mehr im Weg. Ja, das ist doch super. Ich fühle mich total nackt. So. Genau, und jetzt, jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wie komme ich an diese ganzen geilen Sachen? Ich will alles haben. Die Frage stelle ich mir auch. Du willst nur die BMW haben. Also Leute, ganz einfach. BMW hatten wir eine BMW? Es geht ja, sagte ich eigentlich ja schon, um das Motorrad des Jahres 2023. Ach so. Ist ein wenig in den Hintergrund geraten. Geht aber immer noch darum. Und ihr könnt, ihr müsst, ihr dürft, wenn ihr gewinnen wollt, abstimmen auf dem Community-Kanal. In der Videobeschreibung ist der Link. Und wir werden jetzt nach und nach jeden Tag eine Kategorie zur Abstimmung stellen. Jeden Tag eine. Heute ist schon auch die erste dran. Heute beginnen wir mal mit den, womit denn? Mit den Adventure Bikes, glaube ich. Kommen wir gleich zu. Also einfach in der Videobeschreibung gucken, dann abstimmen und danach, und jetzt ganz wichtig, danach, also die Abstimmerei, das wird nirgendwo protokolliert. Wir brauchen danach von euch noch eine E-Mail. Also nur, falls ihr tatsächlich Interesse an der BMW haben solltet, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Genau. Also schickt uns bitte eine E-Mail. Hier ist die E-Mail-Adresse info@motorradtest.de. Und bitte tut uns auch noch einen Gefallen, schreibt da nicht eure Adresse rein. Die brauchen wir noch nicht. Die Adressen brauchen wir ja nur von den Gewinnern, die wir dann später ziehen. Sonst kriegen wir nämlich wieder Datenschutz. Ja, nehmt ernst jetzt. Das böse Monster. Ja. Also schreibt einfach eine E-Mail, betreff Gewinnspiel. Und dann schreibt da rein, hallo, ich bin Hans. Vielleicht schreibt ihr noch rein, welches Motorrad ihr fahrt oder welche Marke ihr gut findet, damit wir auch dann die Geschenke so ein bisschen zuordnen können. Und vielleicht auch, wir haben ja ein paar T-Shirts, Helme und so, eure Größe. Konfektionsgröße. Und ja, was soll dann eigentlich hin? Ja, das wäre nicht blöd, ne? Bei so einem Helm ist ja schade, wenn der... Genau. Ja. Also wie gesagt, Helm war Größe L. Wenn ihr jetzt einen kleinen Kopf oder einen Bumskopf hat, dann macht das ja keinen Sinn. Genau. So, und ja. Genau, also ganz wichtig, wir können die auch nicht umtauschen. Also es geht nicht, dass ihr dann sagt, oh, ich hätte den gerne in XXL. Das geht nicht. Wir haben nur das, was wir haben. Das, was da ist, da gibt es kein Gemecker. Genau. Und wenn jetzt keiner mitmacht, ja, dann teilen. Dann ist auch nicht so schlimm. Dann ist auch nicht so schlimm, ne? Also dann danken wir euch trotzdem. Genau. Naja, also wir haben das ja schon mal gemacht vor 2 Jahren und da haben irgendwie über 20.000 Leute mitgemacht. Aber ich glaube schon, das sind ja ein paar Gewinne, über 25, und also so gering ist die Chance gar nicht. Also macht ruhig mit, würde uns sehr freuen. Ich sag's nochmal, ihr müsst an den Abstimmungen teilnehmen, möglichst an allen, und danach diese E-Mail schreibt. Steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Da stehen auch nochmal die Gewinne, und ja, ab heute gibt es jetzt jeden Tag ein kleines Extra-Video, bitte nicht genervt sein. Für diejenigen, die dieses Video verpasst haben, haben wir uns überlegt, machen wir zu jeder Abstimmung ein kurzes Video. Wir erzählen alles 47 Mal. Nein, nicht mit den ganzen Gewinnen. Die werden ganz kurz. Da stellen wir dann nur jeweils die 5 Motorräder vor, die in
der Kategorie dann zur Abstimmung steht. Aber das machen wir jetzt auch gleich hier schön, ne? Damit wir auch nicht Langeweile kriegen. Ja. Eins sollten wir vielleicht noch sagen, weil wir immer von Gewinnen sprechen. Das ist in dem Sinne jetzt kein Gewinnspiel, nein, sondern wir verlosen unter allen Einsendern, also nicht unter allen Teilnehmern, sondern nur unter den Teilnehmern, die danach auch eine E-Mail an den Motorradtest-Kanal schicken. Die sind dann nur in der Verlosung. Genau, und auch nur die, die bei allen Abstimmungen teilgenommen haben. Selbstverständlich. Richtig. Ja. Also. Und noch ein Hinweis. Bitte nicht das letzte Mal... haben da ganz viele in die Kommentare in die YouTube unter dieses Video geschrieben, hallo, ich bin dabei, ich finde die und die mehr. Nein, Leute, nicht in diesem Video irgendwas kommentieren, E-Mail schreiben, abstimmen und E-Mail schreiben. Habt ihr das jetzt endlich begriffen? Alles muss man selber machen lassen, ist doch so. Entspannen. Ja, ruhig, Brauner. Soll ein Scherz sein. Okay, ja, das war's mit diesem ganz kurzen, knackigen, ging noch schnell. Ja, doch, ich find, doch. Ich finde das ging auch schnell. Ankündigungsvideo, ne? Genau. Damit grüßen wir euch hier aus unserer Werkstatt in Glückstadt. Und ja, schaut mal auf dem Kanal. Es gibt ja auch eine Playlist Motorrad des Jahres 2023. Da seht ihr dann auch schon gleich das erste Video zu den Adventure Bikes. Da könnt ihr dann schon mitmachen und abstimmen. Also, wir grüßen euch. Horrido. Tschüssinger. Tschüssinger.